Dabei geht es insbesondere um die Frage, wann das menschliche Leben beginnt. Tatsächlich vermitteln viele Stellungnahmen den Eindruck, als entschiede sich das Schicksal des Abendlandes und mit ihm das Schicksal des Menschseins in der Beantwortung eben dieser Frage und der mit ihr verbundenen weiteren Frage, ab wann dem, was da beginnt, würde, verstanden als spezifisches Moment des Menschseins zukommt. Hier geht es wieder um die Frage, ab welchem Zeitpunkt im Werden des Menschen Menschsein im deskriptiven sich auf eine biologische Systematik beziehenden Sinne und im askriptiven sich auf eine kulturelle Systematik beziehenden Sinne gegeben und gegebenenfalls über den Begriff der Menschenwürde zu schützen ist. Das eigentliche Problem wiederum liegt darin, dass nach Meinung mancher beide Aspekte, der deskriptive und der askriptive Aspekt zusammenfallen, das heißt auch biologisch feststellen muss, wann das menschliche Leben, auf das ich dann sofort das Würdeargument zu beziehen hätte, beginnt. Nun gibt es auf die Frage, wann das menschliche Leben beginnt, beziehungsweise wann wir es genau in der Entwicklung von der Zeugung zur Geburt mit einem Menschen zu tun haben, im strengen Sinne keine eindeutige biologische Antwort und schon deshalb, wenn auch nicht allein deshalb, keine eindeutige ethische Antwort. Ist eine befruchtete Eizelle schon ein Mensch? Oder entsteht aus einer befruchteten Eizelle erst ein Mensch? Wie ist mit Gametenzellen umzugehen, das heißt mit haploiden Eizellen und Samenzellen, deren genetisches Schicksal unter geeigneten Bedingungen, zum Beispiel der Befruchtung und der Einnistung, ebenfalls schon festliegt? Was ist von dem Argument zu halten, dass erst die Entwicklung eines zentralen Nervensystems vom sich entwickelnden Menschen sprechen lässt. Was ist hier, so ließe sich gleich auch wieder fragen, Deskription und was ist Askription? Naturhaft Gegebenes und kulturell Zugeschriebenes. Der Biologe wird hier mit Recht keine Antwort geben. Es gibt keine eindeutige biologische Antwort auf die Frage, wann das Leben beginnt. Und die Antwort des Nichtbiologen, unser aller Antwort, wird durchaus unterschiedlich ausfallen dürfen. Mit anderen Worten, auch die Vorstellung, dass mit der Verschmelzung der Eizelle und der Samenzelle das menschliche Leben beginne, ist nur eine Möglichkeit, so etwas wie einen Anfang zu bestimmen. Den es als einen absoluten Anfang in Wahrheit, weil weder biologisch noch ethisch entscheidbar, nicht gibt. Klar scheint immerhin zu sein, dass der sich entwickelnde Zellhaufen der Mutter, das heißt der Symbiose mit dem mütterlichen Organismus, bedarf, um sich überhaupt im Sinne einer Menschwerdung zu entwickeln. Ohne den mütterlichen Organismus, so, die Biologin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Vollhardt, die sich zwar weniger mit dem Menschen als mit der Fruchtfliege beschäftigt hat, kann sich die befruchtete Eizelle nur bis zu einem Bläschen aus wenig mehr als 100 menschlichen Zellen entwickeln. Dazu reichen die Faktoren in ihrem eigenen Zytoplasma aus, aber nicht weiter. Das heißt, Entgegen einer verbreiteten Vorstellung enthält die befruchtete Eizelle nicht schon das vollständige Programm für eine Menschwerdung. Deshalb spricht aber auch vieles dafür, als ein wichtiges biologisches Datum, nicht als das Datum, auf dem Wege zur Menschwerdung die Nidation, also die Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter, zu nehmen. Nun erst. Sind jedenfalls alle Bedingungen beisammen, die gegeben sein müssen, um die definitive Menschwerdung einzuleiten? Das bedeutet auch, dass der Versuch, mit der Anwendung des Begriffs der Menschenwürde auf den Verschmelzungsprozess in der Frage, wann das menschliche Leben beginnt, Klarheit zu schaffen, nur von den Schwierigkeiten einer Entscheidung über die auch biologisch angemessenen Bestimmungen ablenkt beziehungsweise diese auf dogmatischem Wege abzubrechen sucht. Tatsächlich wird mit dem Begriff der Menschenwürde in unserem Zusammenhang häufig dort argumentiert, wo man nicht in der Lage ist, wirklich überzeugend ausgearbeitete Begründungen vorzulegen oder sich mit solchen Begründungen auseinanderzusetzen. Offenbar genügt für viele der Hinweis darauf, dass die Menschenwürde auf dem Spiele stehe, um Diskussionen zu beenden, weitere Abwägungen zu unterbinden und Verbote, darunter insbesondere Forschungsverbote, auszusprechen. Anders formuliert, der Begriff der Menschenwürde wird an eine Begründungsstelle gesetzt, leistet aber die beanspruchte Begründung nicht weil er, zumal wenn er sich auf biologische Sachverhalte zu beziehen sucht, zu unspezifisch ist und zu früh kommt. Er übernimmt eine Taburolle und dies ausgerechnet in einer Kultur, die sich als rationale, also auf abwägende Argumentationen und nachvollziehbare Begründungen abstellende Kultur begreift. Wäre es im Übrigen wirklich so, dass bereits der befruchteten Eizelle Würde zukommt, dann müssten wir wohl das Zeugungsdatum und nicht das Geburtsdatum feiern und müsste eine abgestorbene befruchtete Eizelle mit allen in christlichen Kulturen üblichen Riten beerdigt werden. Entscheidend für den Begriff der Menschenwürde ist denn auch, einer langen anthropologischen Tradition folgend, der Kontext der Begriffe Person und Vernunft. Im Begriff der Person versuchen wir in askriptiver Weise, also in Form einer wohlüberlegten, zuschreibenden Bestimmung des Menschen, die Gesichtspunkte der Identität und der Autonomie des Menschen zusammenzufassen. Deshalb auch die Rede von einer personalen Identität und einer personalen Autonomie. Identität besagt hier nicht die empirische Einheit des Menschen mit sich selbst, etwa über biologische Merkmale bestimmbar, sondern eine begriffliche Einheit, nämlich die eines vernünftigen Wesens. Oder wie es der berliner Philosoph Volker Gerhard einmal formuliert hat, der Begriff der Person stellt die in unterschiedlichen Lebenslagen durchgängig beanspruchte Einheit des vernünftigen Wesens im Kontext sozialen Handelns vor. Die Person ist die nach Art einer einheitlichen Rolle vorgestellte Verfassung eines menschlichen Individuums unter der Voraussetzung seiner Fähigkeit zur Vernunft. Diese verstanden als die Fähigkeit, aus eigenen Gründen zu handeln. Autonomie wiederum bezieht sich auf die Fähigkeit zu einem selbstbestimmten, sich seine Ziele selbst setzenden bzw. diese realisierenden Hand. Daher verbinden sich auch die Begriffe Person, Vernunft und Würde miteinander, etwa in der eindrucksvollen sogenannten Zweckeformel des kategorischen Imperativs zur Bestimmung dessen was Immanuel Kant die Würde eines vernünftigen Wesens nennt. Diese Formel lautet, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Als Zweck an sich selbst existiert nur das vernünftige Wesen, weshalb nach Kant auch nur das vernünftige Wesen Würde hat. Damit ist für Kant klar, dem Menschen kommt nicht bereits als Mitglied der Gattung Mensch, also im Rahmen einer allein biologischen Systematik, sondern erst als Träger von Vernunft bzw. im Hinblick auf seine Vernünftigkeit also im Rahmen einer kulturellen Systematik Würde zu. Natürlich ergeben sich in diesem Zusammenhang Schwierigkeiten, wenn man den, auch heute mit dem Würdeargument formulierten Schutz des Menschen vor einer Fremdbestimmung, auf Vorstufen eines entwickelten Vernunftwesens, also zum Beispiel die befruchtete Eizelle, aber auch auf spätere Eingriffe jeder Art, in die genetische Identität des Menschen ausdehnt. Hier drohen deskriptive, biologische Aspekte, der Mensch als biologische Gattung und askriptive, anthropologische Aspekte, das Wesen des Menschen, wieder durcheinander zu gehen. Zum Beispiel also dort, wo zwischen Fremdbestimmung, die sich gegen Selbstbestimmung richtet, der Normalfall, in unserem Erwachsenenleben und Fremdbestimmung, die, wie im Falle des Embryos, auf nicht selbstbestimmte Verhältnisse trifft, nicht unterschieden wird. Wie polemisch und sachlich unbedacht im Übrigen die Debatten um den Anfang des menschlichen Lebens und dessen Schutz geführt werden. Macht der Umstand deutlich, dass hier der Hinweis bei differenzierterer Betrachtung des Begriffs der Menschenwürde stünde auch die Würde geistig Behinderter, Alzheimer- und Wachkoma-Patienten in Frage, nicht auf sich warten lässt. Als ob sich zwischen kranken Menschen und einer befruchteten Eizelle vor der Einlistung nicht unterscheiden ließe und als ob sich in einer Gesellschaft, und in einem Rechtssystem, in dem zum Beispiel das Eigentum, der letzte Wille verstorbener, Autorenrechte und Patente wirkungsvoll geschützt werden, nicht auch das entstehende menschliche Leben schützen ließe, ohne gleich mit dem scheinbar keinen Einwand mehr duldenden Begriff der Menschenwürde zu operieren. Und dieser Schutz wird durchaus in differenzierter Weise erfolgen können, und zwar an beiden Enden des Lebens, vor der Geburt und vor dem Tod. Stichwort Sterbehilfe. In der nachgelassenen Schrift über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne Friedrich Nietzsches findet sich die folgende Bemerkung. Was weiß der Mensch eigentlich von sich selbst? Ja, vermöchte er auch nur, sich einmal vollständig, hingelegt wie in einen erleuchteten Glaskasten, zu perzipieren? Verschweigt die Natur ihm nicht das Allermeiste, selbst über seinen Körper, um ihn abseits von den Windungen der Gedärme, dem raschen Fluss der Blutströme, den verwickelten Fasererzitterungen, in ein stolzes, gauklerisches Bewusstsein zu bannen und einzuschließen? Sie warf den Schlüssel weg. Diese Bemerkung ist biologisch gesehen zweifellos nicht auf dem neuesten Stand, anthropologisch gesehen aber von andauernder Aktualität. Die Conditio humana, die menschliche Befindlichkeit ist nach wie vor durch das Erfordernis der Selbstbestimmung des Menschen, durch die Suche nach einem selbstbestimmten Wesen des Menschen charakterisierbar. Deswegen sollten wir auch nicht nach einem verlorenen Schlüssel suchen. Es gibt ihn nicht. Das heißt, Selbstbestimmung ist nicht nur das Schicksal des Einzelnen, sondern auch das Schicksal des Menschen überhaupt. Sie gehört zu seinem Wesen. Wo das übersehen wird, etwa indem wir nach der biologischen Antwort oder der weltanschaulichen Antwort suchen, droht, wie schon bemerkt, auf der einen Seite der Biologismus. Der Mensch versteht sich nur noch als ein biologisches Gattungswesen. Auf der anderen Seite ein weltanschaulicher Dogmatismus. Der Mensch verliert sich in seinen eigenen Ideologien. Also wird, auch auf dem Hintergrund eines ständig wachsenden biologischen Wissens, und einer zunehmenden Verfügbarkeit auch der biologischen Natur des Menschen, alles darauf ankommen, dass der Mensch Herr, und zwar vernünftiger Herr seiner eigenen Zuschreibungen, seiner Selbstdefinitionen und seiner Selbstentwürfe bleibt. Wir können in diesem Zusammenhang auch sagen, dass das Maß der Welt noch immer der Mensch ist, nicht die Natur und nicht eine transzendente Instanz, also etwas Göttliches, das der Mensch doch nur nach seinem Bilde formt. Eben das aber bedeutet, dass er auch für sich selbst ein Maß bestimmen muss, das ein menschliches Maß ist und sich sowohl gegen seine drohende eigene Verwissenschaftlichung als auch gegen seine drohende eigene Ideologisierung richten muss. Denn stets hat der Mensch ein zukünftiges Bild seiner Vollkommenheit zu zeichnen versucht, als individuelle Gottwerdung oder gesellschaftliche Utopie, und sich gleichzeitig entweder mit Grauen oder mit antizipierter Langeweile von diesem Bilde abgewandt. Und darin kommt zum Ausdruck, dass die Conditio Humana in der wir unser besonderes Wesen beschreiben, in einem gewissen Sinne nicht optimierbar ist, nämlich so, dass mit einer Optimierung auch diese Conditio, eben weil sie das Wesen des Menschen ausmacht, zu verschwinden droht. Was bliebe, wären Götter oder Maschinen, und beide teilen nicht, was uns zu Menschen macht, unsere Wärme, unser Geruch. Unser Glück und unser Leid. Das bedeutet nicht, dass wir an unserem Wesen und dem, was die Conditio Humana zwischen dem Verfügbaren und dem Unverfügbaren, zwischen Glück und Leid, zwischen Gott und Tier ausmacht, nicht arbeiten sollten. Im Gegenteil, eben darin liegt unsere Aufgabe. Und dieser Aufgabe dienen sowohl Ethik als auch Wissenschaft nicht auf verschiedenen Sternen, sondern auf einem Stern und miteinander. Denn es lernt nicht nur die Wissenschaft, wenn die Ethik lernt, indem sie ihr eigenes Tun auch mit ethischen Maßen misst, es lernt auch die Ethik, wenn die Wissenschaft lernt, indem sie wissenschaftliche Tatbestände, zum Beispiel über das biologisch-empirische Wesen des Menschen, zur Kenntnis nimmt. Das macht schließlich das Besondere Können und das macht das Denken aus. Georg Wilhelm Friedrich Hegel in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, in denen es nicht um philosophische Archäologie, sondern um Wahrheit und philosophische Anthropologie geht. Ich zitiere: "Es ist ein altes Vorurteil, dass das, wodurch sich der Mensch von dem Tiere unterscheidet, das Denken ist. Wir wollen." dabei bleiben. Wir sollten in der Tat dabei bleiben und zugleich Martin Heidegger und Percy S. Snow widersprechen. Heidegger mit seinem Diktum, dass die Wissenschaft nicht denkt und Snow mit seiner pessimistischen Annahme, dass sich die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften nichts zu sagen haben, jedenfalls nichts, das uns auf dem Wege zur Selbstbestimmung des Menschen Weiterbrächte. Wäre beides so, das heißt, hätten sich der naturwissenschaftliche und der geisteswissenschaftliche Verstand wirklich nichts zu sagen, läge darin nur eine weitere Bestätigung dafür, dass eine falsch gestellte Alternative, nämlich die zwischen einem naiven Biologismus und einem bornierten Kulturalismus, nun auch noch wissenschaftssystematisch nach Kulturen sortiert, unser Denken bestimmt und nicht, wie es sein sollte, die Einsicht, dass in diesem Falle alle wesentlichen Fragen, auch die nach dem Wesen des Menschen selbst, unbeantwortet bleiben. Hier in der richtigen Weise nach der richtigen Antwort suchen, aber ist ebenfalls etwas, das den Menschen zum Menschen macht. Wenn es nur noch einmal auf das anfängliche Stichwort Ethik zurückkommend. Unter kontingenten historischen Umständen immer wieder darum geht, unser Wissen und unser Tun miteinander in Einklang zu bringen, dann bedeutet das auch, Wissenschaft und Ethik nicht als zwei unterschiedliche Welten zu betrachten, allerdings auch nicht sie zum Beispiel in Form einer biologischen Ethik miteinander zu identifizieren. Biologie kann sich nicht an die Stelle der Ethik setzen, aber sie leistet einen wesentlichen Beitrag zur Klärung gewisser Voraussetzungen einer Ethik. So auch der große Evolutionsbiologe Ernst Mayer. Zitat Die Evolution stattet uns nicht mit einem vollständigen, kodifizierten Satz ethischer Normen aus, wie es etwa die zehn Gebote sind. Ein Verständnis der Evolution vermittelt uns jedoch eine Weltsicht, die als vernünftige Ausgangsbasis für die Entwicklung eines ethischen Systems dienen kann, das sich für die Aufrechterhaltung einer gesunden menschlichen Gesellschaft eignet und auch für die Zukunft der Menschheit in einer Welt Sorge trägt, die durch den Schutz des Menschen vor der Zerstörung bewahrt wird. Noch einmal: Wissenschaftliche Tatbestände müssen auch in der Ethik zur Kenntnis genommen und berücksichtigt werden. Allerdings stets ein Gedenk der Tatsache, der philosophischen Tatsache, dass aus Sein kein Sollen folgt, jeglicher Naturalismus in der Ethik diese gerade daran hindert, ihre eigentliche Aufgabe, nämlich das Leben vernünftig zu orientieren, zu erfüllen. Der dem Apollontempel in Delphi eingemeißelten Aufforderung „Erkenne dich selbst“ ist eben nicht schon Folge geleistet, wenn wir erkannt haben, was an uns selbst Natur ist. Es kommt darauf an, mit dieser Natur in uns und außer uns vernünftig umzugehen, und das heißt auch die rechte Balance zwischen Tun und Lassen auch im Hinblick auf den wissenschaftlichen Fortschritt immer wieder aufs Neue zu finden. Grenzen der Machbarkeit lagen einmal in der Natur. Nun liegen sie als vernünftig bestimmte Grenzen in uns.